Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kenshi. In der letzten Folge haben wir einen Großteil unserer Mauer schon fertiggestellt, was aber die Banditen nicht abgehalten hat, sich in der Hütte die ganze Zeit zu verstecken, mir nichts zu sagen und mittlerweile betteln sie sich ums Essen. Wie es scheint, es sind nicht zwei Gruppen gewesen und die waren den ganzen Tag da drin und haben sich gedacht, YOLO, wir bleiben mal da, ne? So. Es ist die komplette Gruppe, weil es zwei verschiedene Gruppen sind am Kämpfen. Der eine mit einem Schwert, wie es ausschaut, der andere mit einem Knüppel. Der wird sicherlich sterben. Das da sind Staubbanditen und das da sind verhungernde Banditen. Also rein theoretisch könnte ich die bei mir auch einfach aushungern lassen. Bin ja mal gespannt, wer hier siegt. Aber wie scheint, ist der erste schon gefallen. Aber spätestens wenn so. Warte mal, was jetzt. Warum ist Ruka verletzt? Deine Brust befindet sich im Heilungsprozess. Was hat Ruka schon wieder angestellt? Wie war das alte, muss ich drücken, ne? So, okay, hat jetzt gegessen. Jetzt geht es ja um den Hunger wieder. Warten wir mal hier. Aber ich habe so die Vermutung. Weil ich glaube, Banditen befinden sich ja immer noch in unserem Lager. Sie haben uns wohl bloß, wie es scheint, nicht so wirklich bemerkt. Wir hätten noch 280. Ich muss es jetzt einfach mal provozieren. Man kennt mich. Machen die Tür zu. Durchsuchen mal, was hier drin ist. Hey, jetzt hätten wir dann wieder eine Waffe. Ja, das ist doch etwas schon mal. Sind die was wert? Sonst nimm die Sachen mit. Das klingt mein Handy. Handy klingt. Ah, ich glaube, ich habe mir gerade mich ausgezogen, kann das sein? Eiskeule. Eisenkeule. Du bist beim Stehlen erwischt worden. Bravissimo, ich wurde erwischt, wie ich einem Halbtoten was stehlen wollte. Mach die scheiß Tür wieder zu. Wie geht das? Halt drücken und draufhauen? Huka, Ruhe! Raxamus, Ruhe! Hat er das jetzt ernsthaft auf uns abgesehen? Ich komme und töte euch! Der will uns echt angreifen, ne? Also der hat schon eine Will... Er hatte eine Willensstärke, jetzt ist er tot. Du machst erstmal das Türchen wieder zu. Tschüss! Ich muss hier so ein bisschen die Tür wenigstens im Überblick halten. So, die Waffe. Hier wieder rein. So. Wir haben keinen Rucksackplatz, ne? Hier ist das wert. Verkaufswert 26. Dann nehmen wir aber eindeutig das Oberteil mit, ne? Würde ich mal sagen. Sonst kann ich ja nichts mehr mit denen machen, oder? Wenn ich Ruka wieder auswähle und hier STG drücke oder so. Okay, dann müssen wir jetzt wohl über Nacht. Stopp, Ruka, du musst die Tür wieder aufmachen. Weil wenn in der Nacht die Spinnen wiederkommen, Ruka, Tür auf.
Weil wenn in der Nacht die Spinnen kommen, dann greifen die die an. Und die werden morgen sicherlich Hunger haben. Ich finde es ja witzig, dass die mich nie angreifen. Also original nie. Das ist ja vollkommen verwunderlich eigentlich. Ich verstehe es nicht. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich hier eindeutig falsch. So, da oben hängt eine Mücke. Die schaut mich so böse an. Wie als ob sie gleich mein Blut wieder trinken wollen würde. Darf sie aber nicht. Ist gesetzlich verboten. Rein theoretisch müssten die doch morgen wieder verschwinden. So, rein nach dem Gesetz der letzten paar Tage. Au! Das könnte natürlich jetzt interessant werden. Wenn der Händlertrupp nach da zu uns unterwegs ist. Und wir Banditen vor Ort haben. Ey, Leute! Das schaue ich mir jetzt an. Aber gebt euch das. Das ist ja richtig so eine bewachte Truppe. Der eine Händler mit seinen Transportern. Unterwegs mit drei, was zur Hölle auch immer das ist. Also bitte! Bewacht. In der Mitte der Händler. Den laufen wir jetzt einfach mal hinterher. Weil die werden sicher zur Mitte unserer City laufen. Ey, das ist besser als der eigentliche Plan von mir morgen unten, Dings. Um die Banditen anzustellen, damit die Leute da rausballern. Jetzt machen es die für uns. Ich habe Sachen für uns, Schaumlose. Wir haben die besten Preise. Was denn das? Ach, das ist ein Bein. Warum laufen die? Also ich nehme mal so ein paar von den Teilen noch. Kaufe ich die Bandage mal. Was, die bleiben 2 Sekunden da und laufen dann wieder weg. Okay, da war die Hoffnung doch falsch, dass die das für mich machen könnten. Aber wir haben wieder mal 3 Rohstoffe mehr. Das ist schon mal ein Anfang. Ich glaube, ich muss bis zur nächsten Folge wieder einigermaßen Geld sammeln, damit wir ein neues Mitglied anheuern können oder diese Banditentruppe, die da oben ist. Das wäre nicht so aktuell die einzige Sache, die mir noch einfällt, die wir machen können. Wo, dass wir die aus unserem Lager vertreiben. Weil die hauen mittlerweile wieder ab. Also, das war echt... Der kürzeste Handelsversuch, den es gab. Aber wir haben immerhin unsere 3 Baumaterialien. Das bedeutet, wir können die Seite hier wieder weiter zumachen. Weil wir brauchen ja nur Eisenplatten für das eine. Ne? Für den Bergbau, für den Steinfarbe brauchen wir nur 6 Eisenplatten. Das geht ja easy. Oh, dafür können wir jetzt halt nicht mehr pennen. Sind hier kein Verhandlungsführer? Es ist 0:10 und in der Nacht ist es gleich nicht schön, draußen Kupfer zu farmen. Aber wir haben halt auch keine andere Wahl, glaube ich, gerade. Das ist gerade so das andere Problem. Wir können nämlich nicht pennen. Ein paar Leibwächtern höher, ich möchte ein paar Söldner in meinem Außenposten verteidigen. Ein Kontextpunkt, also brauchen wir mindestens 2000, um die anzuheuern. Okay, vergiss es mal fürs Erste. Okan Raxamus, ihr geht mal bitte zu unserer Kupfermine. Wo waren die hier wieder? Ich muss die mal wieder, ich vergesse jedes Mal, wo die ist. Da ist sie. So, weil wir haben einfach gerade nichts, um ansatzweise... Wir können nicht auch erst zurück, wenn unser Außenposten wieder frei ist. Und dann müssen wir mindestens 2 Tage die anheuern.
Aber was natürlich Vorteile ergibt in dem Fall ist dann, wenn der Außenposten wieder frei ist und die Mauer da ist. Was schreit hier? Dann sollten wir in der Lage sein, auf jeden Fall fürs Erste zu überleben. Weißt du, weil wenn wir die Steinproduktion wenigstens angeheizt haben und so, dann geht's ja, aber wir haben keine Essensproduktion, wir haben keine Rohstoffproduktion, wir haben nichts, mit dem wir Geld machen können, wirklich. Was natürlich richtig scheiße ist. Und jetzt haben wir nicht mal mehr genug, um in der Nacht zu überleben. Also das ist ja schon mal richtig peinlich einfach. Versuchen wir hier so den Umkreis ein bisschen im Auge zu behalten. Lass es mal 2, 3 Uhr nachts werden. Da sind die Fahnenhändler wieder. Fahnenhändler, die laufenden Händler. Ich weiß nicht mal, woher die kommen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr billig, bei denen einzukaufen. Nachteil ist natürlich, die kommen nicht immer. Aber die haben natürlich Ressourcen, die wir sonst, glaube ich, nicht hätten. Zwei sind auf jeden Fall schon mal da. Das ist doch schon mal etwas. Zweimal Kupfer. Halt mal wieder die Umgebung in Augen. Zwei machen mindestens, ja, Verkaufswert von 190, 300. Bedeutet, wir könnten auf jeden Fall pennen. Das würde auf jeden Fall schon mal gehen. Ich mag noch ein bisschen was in der Hinterhand haben. Das wäre mir ganz, ganz lieb, dass ich schon mal wenigstens ein bisschen wieder Richtung Aufbau denken kann. Weil ich hätte gern, dass die Mauer langsam steht. Also wie soll ich denn das machen, wenn es nicht geht? Wenn halt ich dauernd irgendwie belagert werde. Ich glaube, unsere Leute sind eh aktuell noch nicht wirklich müde. Die müssen nicht so viel schlafen, glaube ich, wie ein echter Mensch, der alle 24 Stunden mindestens einmal pennt. Die Kupferqualität ist aber auch gesunken, oder? Die war doch mal alles über 50 wird als gut angesehen. Aha. Es ist wieder morgens. Wow. Also wir haben jetzt gerade die ganze Nacht mit den beiden durchgearbeitet. 5 Stunden lang. Eine harte Nacht gehabt. Mit 10 Stück würden wir fast an die 2000 drankommen, ne? Vielleicht eher das Ziel, das wir haben sollten. Als dass wir sagen, hey, wir haben jetzt... Ja, wir müssen dann schauen, wie viel es halt bringt. Preisaufschlag 105. Ein seltenes Metall, das für Hightech-Maschinen verwendet wird. Okay. Für Hightech? Und für Hightech? 44 Münze. Wir sehen aus wie Sklaven, was uns natürlich auch wahrscheinlich keinen Respekt irgendwie verleiht bei irgendwem. Was natürlich auch dementsprechend kacke ist, wenn wir keinen Respekt irgendwie kriegen. Aber wir haben jetzt dann eigentlich das, was wir mindestens brauchen, gefarmt. Was ja schon mal GG wäre, bedeutet, wir können dann die Leute unseren Außenposten verteidigen lassen. Das wäre ja echt GG. Also richtig GG, würde ich mal sagen. Ja. Ich tue noch mal. Ich würde sagen, zwei tun wir noch. Zwei müssen noch her. Dann tun wir die noch anheuern. Und vielleicht können wir uns auch dann mit dem Geld, was wir schon haben, genügend, wie sagt man, Rohstoff. Oder beziehungsweise die können wir uns dann die restlichen Sachen aneignen. So, und jetzt geht's zurück zum Vorposten. Ab da rein. Jetzt ist natürlich Rukom einige schneller, weil Raxxumus ist bis zum Rande beladen. Und das ist natürlich dementsprechend kacke. Ja, Raxxumus ist auch wieder mittlerweile relativ hungrig. Was echt uncool ist. Wenn der dauernd so hungrig ist, weil er halt echt die ganze Zeit hackeln muss. Ja, ne, ich habe gleich gerade das falsche. Jetzt hätte ich beinahe irgendwie. Zack, zack, zack. Also, wir haben die jetzt für 2000, können wir die anheuern. Wo sind die Eisenplatten? Da. Eisenplatten. Eine kostet 130, also können wir uns eine mindestens mal leisten.
Ups, ich sag mal die Geschwindigkeit verkürzen. Moin moin du, ich bräuchte ein paar Söldner, die meinen Außenposten verteidigen. 2 Tage, 2000 Cut. Ich habe 2000 Cut bezahlt und jetzt laufen die nach unten und tun mal den Vorposten verteidigen. Dann schauen wir mal, was da passieren würde. Raximus will natürlich nochmal hier sprechen. Jo, hallo. Sollte man nicht vielleicht erst Essen besorgen? Wird gleich schlau. Weil Ruka hatte, glaube ich, ihr Essen schon aufgegessen, oder? Ah, Ruka hat noch was zum Handeln. Warte mal. Ruka hat die Teile ja noch zum Verkaufen. Ha, fällt mir gerade so ein. Dann gehen die beiden mal rüber und holen sich jeder noch ein Brot. Das fragt er mal um ein Brot. Das ging schnell. Oh. Ich glaube, die sind teuer, die Teile. Zeig mir, was du hast. Ich kann mir das nicht leisten. Oh shit. Das ist jetzt echt nicht gut. Wo sind eigentlich mittlerweile die Leute, die wir bezahlt haben, damit sie unseren Außenposten verteidigen? Weil dann bleibt mal Ruka, weil das die einzige ist, die wirklich die ganze Zeit am Meinen ist und nichts zu tun hat hier oben. Und Raximus läuft mal unseren Leuten hinterher, die da waren. Das sind gleich. Das ist die größere Truppe gewesen. Ah, ich habe die kleine Gruppe angestellt. Wo ist denn der hin? Ich hätte den Trupp vielleicht im Auge behalten sollen, oder? Das kann natürlich auch sein, dass die... Ich habe ja extrem flott eingestellt gehabt zwischendurch. Schau, wie schnell ich auch wieder unten bin. Es kann gut sein, dass der natürlich... Der Trupp schon unten ist und sich battelt mit denen. Aber Leute... Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.